Erfreulicherweise verzeichnet die Stadt Marktredwitz wie auch die Region hier im Fichtelgebirge steigende Geburtenzahlen, was uns natürlich sehr freut, was uns auf der anderen Seite aber vor ein gewisses Luxusproblem stellt. Wir stehen vor der großen Aufgabe, entsprechende Betreuungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern zu schaffen. Eine schöne Aufgabe, der wir gerne nachkommen, so jetzt auch an dieser Stelle. Wir befinden uns an einem sehr geschichtsträchtigen Ort in der Stadt Marktredwitz, nämlich auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik, der ehemaligen Weberei Johann Benker, die zu ihrer Blütezeit zu einem der größten Arbeitgeber hier in der Stadt zählte. Man muss sich vorstellen, dass hier einmal über 1000 Personen ihren Arbeitsplatz hatten und hier Beschäftigung fanden. Und es war nicht nur eine Textilfabrik, sondern es war gewissermaßen auch ein soziales Zentrum. Es gab noch mal so eine gewisse Renaissance der Fläche im Jahr 2006, als hier die grenzüberschreitende Landesgartenschau Marktredwitz-Eger stattgefunden hat, der wir dann auch den wunderbaren Auenpark, der im Hintergrund zu sehen ist, zu verdanken haben. Aber die Gebäude, wie gesagt, standen viele Jahre leer. Und wir haben überlegt, was machen wir damit? Wir haben Gespräche geführt mit der Regierung von Oberfranken, mit der Städtebauförderung. Und dank deren Unterstützung waren wir dann in der Lage, hier die leerstehenden Gebäude abzubrechen, viel Raum, viel Platz für Neues zu schaffen. Und deshalb entwickeln wir hier nicht mehr und nicht weniger als einen kompletten neuen Stadtteil. Und losgehen tut diese Entwicklung mit einem ganz wunderbaren Projekt, nämlich mit dem Kinderhaus. Und wenn man da als ersten Schritt einen Grundstein für ein Kinderhaus legt, ich denke, dann legt man auch einen Grundstein für eine weitere Entwicklung dieses Areals und der Stadt Marktredwitz. Es wird vor allem ein sehr heller, freundlicher und moderner Baukörper hier entstehen. Das fängt schon mal an, dass wir hier verschiedenste Materialien zum Einsatz bringen. Wir haben hier einen Betonkern gewissermaßen, der den Korpus bildet, aber außenrum werden wir sehr viel Holzbauweise sehen. Wenn es dann fertig ist, dann haben wir ein großes Kinderhaus in Marktredwitz stehen, das Platz bieten wird für 24 Krippenkinder, für 75 Kindergartenkinder und nochmal 75 Hortkinder. Also ausreichend Platz für jede Menge an unseren kleinen Erdenbürgern, die sich dann hoffentlich hier in diesen tollen Räumen wohlfühlen. So haben wir für die Kinderkrippenkinder die Farbe Rot gewählt, die Kindergartenkinder haben die Farbe Gelb und die Hortkinder haben die Farbe Grün. Das heißt, früh morgens, wenn sie kommen, orientiere ich mich einfach an den Farben und weiß schon, wo ich hin muss. Ja, und dann gibt es so ein paar Highlights hier in dem Gebäude. Das wird mit Sicherheit ganz klasse werden. Wir werden auf dem Dach eine Dachterrasse haben, die nicht nur Dachterrasse auf dem Papier heißt, sondern die tatsächlich auch von den Kindern genutzt werden kann. Wir werden zusätzlich haben einen großen Mehrzweckraum hier im zentralen Bereich des Gebäudes, der zum Turnen, zum Spielen genutzt werden kann, der dann aber auch bei verschiedenen Veranstaltungen als Treffpunkt zum Einsatz kommt. Ja, wie jeder Kindergarten wird auch das neue Kinderhaus einen Außenspielbereich erhalten. In dem Fall ist das etwas untertrieben, es wird etwas Bombastisches. Der Außenspielbereich mit einem großen Garten, der dann über eine Brücke führen wird. Diese Brücke überspannt die Kösaine und führt zur Insel mit zwei Bergen. Dort wird dann schon die Lokomotive Emma warten. Ja, und was will das Kinderherz mehr, als hierher zu kommen und in den Kindergarten zu gehen? Tolle Sache wird das, ich freue mich drauf und hoffentlich im September 2021 sind wir fertig. Gott vermehre den Segen auf unsere Stadt durch dieses Kinderhaus. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Segne uns, denn der Weg ist frei. Wir haben es so vorbereitet, dass die Zeitkapsel in der Wand verschwinden soll. Es wird momentan flüssiger Beton angerührt. Gracias.
Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Dann sehen wir uns spätestens zum Richtfest wieder. Vielen Dank.